Hallöchen und willkommen zurück zu Final Fantasy Online. Wir müssen Buskadon noch Bericht erstatten, nachdem wir in der letzten Folge ja im Dungeon gewesen sind. Dann machen wir das doch gleich mal. Hey, Buskadon. Na, da bist du ja wieder. Und, hast du die Älteste des Sylphen gefunden? Na, du hast ja einiges erlebt. Aber es hat ja noch nicht mal... Aber es hat ja noch mal ein gutes Ende genommen. Oh jeez, fängt ja gut an. Ich werde der Bruderschaft direkt von deinen Großtaten berichten. Oder was meinst du? Jetzt können wir endlich mit den Sylphen verhandeln. Du solltest aber gleich zur Sylphenzuflucht laufen. Da hat Frixio dir doch gesagt. Vielen Dank für alles. Ich hoffe, du schaust bald wieder vorbei. Ich werde stets den guten Tropfen für dich bereithalten. Wunderbar, ja, herzlichen Dank. Dann nehmen wir uns doch gleich mal nichts davon, weil das alles schlechter ist, was das, was wir haben. Dankeschön. Dann nehmen wir das doch auch gleich mit. Na, Gudi. Hast du vor, jetzt gleich zur Sylphenzuflucht zu gehen? Könntest du etwas für mich mitnehmen? Ja, klar. Zur sicheren Rückkehr ihrer Ältesten möchte ich den Sylphen etwas schenken. Außerdem will ich meine Hoffnung ausdrücken, dass wir weiterhin in Freundschaft verbunden bleiben. Schließlich sind wir gewisserweise Nachbarn und damit sind sie auch gute Kunden für mich. Ja, ja, war klar. Seit der Katastrophe hat sich der Wald stark verändert. Die Gebiete sind geschwächt. Bis das Gleichgewicht wiederhergestellt ist, müssen alle freiheitsliebenden Wesen des Waldes zusammenhalten. Nur wenn Gridania und Sylphen zusammenarbeiten, können wir den Wald beschützen. Das Geschenk soll ein Zeichen unserer Verbundenheit sein. Na gut. Dann geht's zurück zu den Sylphen. Eine Fiole haben wir gekriegt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, wieder 10 Kilometer weiter. Dann auf zur Hütte der Hawthorns. Ah, Stardau ist die sich da rüber teleportiert hat. Alter, und der Schatten, jedes Mal triggert der mich, weil der so ruckelig da rüber geht. Aber auch nur vom Laub, ne? Wegen dem Sonnenstand. Ich meine, so sieht das geil aus, ne? Aber wenn man sich dann den Boden anschaut... Naja. Naja. Das könnte man schon ein bisschen hübscher machen. Würde ich jetzt zumindest mal sagen. Die restlichen Schatten sind ja auch schön gemacht. Das ist nur das Laub beim Bewegen der Sonne. Halt, die sind aggressiv. Da laufen wir mal nicht so lang. Da laufen wir ein bisschen dran vorbei. So. Hi, ich bin's. Na? Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Knolexia. Die Laufende bringt den Unsrigen ein Geschenk aus dem Horst? Jupp. Hier, guck mal, Rosenöl. Oh, solch einen lieblichen Duft hat die Meinige noch nie gerochen. Der Seinige aus dem Horst und die Laufende sind sehr freundlich. Die Meinige ist sehr erfreut und dankbar. Den Unsrigen fällt es nicht leicht, den Eurigen zu vertrauen. Viel Unheil, Lug und Trug mussten die Unsrigen ertragen. Doch die Meinige ist gerührt und vertraut den Eurigen. Die Unsrigen sind und die Eurigen sollen in Freundschaft verbunden sein. Nice. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich da drüber habe, oh geil, das ist ja viel stärker als, ach, das ist was für den paar, ja, für den Krieger. Ja, wie schaut es denn hiermit aus? Ah, gut, da sind, okay, da gibt es auch keine Konsti, keine Intelligenz drauf. Ach, ist auch für den Krieger, was gucke ich denn da überhaupt? Oh, und das ist von den Werten her schon, nee. Oh, jeez. Dann kriegst du echt nichts, was du brauchen kannst. So, komm, Uxio. Fette Katze. Na, was hast du jetzt für uns? Oh, die Deinige ist gekommen. Die Meinige wird die Ältigste rufen. Ältigste Frixio, Besuch ist da. Hey. Na, alles klar, Oma. Ah, Abenteurige, in Totorak hat die Deinige sehr, sehr geholfen. Ich weiß, ja. Oh, da kommen die anderen zwei wieder. Hm. So treffen wir uns also schon wieder, Smooth Lavender. Und die Beiträgen haben Noraxia geholfen. Vielen, vielen Dank. Nicht der Rede wert. Aber wieso wart ihr eigentlich an jenem Ort? Ach, vor einiger Zeit sind im Wald die gemeinigen Galia aufgetaucht.
Die Unsrigen wollen den Grund dafür finden. Deswegen beobachteten wir die Störfriedigen. Störfriedigen. Aber die Metalligen entdeckten die Unsrigen und die Unsrigen mussten fliehen und waren plötzlich im Südwald. Die Unsrigen Atemlosigen haben sich in den tiefigen Höhlen von Totorak versteckt, aber ein Düstriger mit einer Maske wollte die Unsrigen an Monstrige verfüttern. Nicht cool. Ein Düstrig? Oh! Mit schwarzen Umhang und Maske? Wenn das nicht... Ja, es besteht kein Zweifel. Hör zu, Frixio. Wir sind als Gesandte aus Credania hier. Hey, unser unsichtbares Schreiben ist sichtbar geworden. Nice. Ah, die Eurigen fürchten sich also vor dem großigen Ramu? Ja, so könnte man das ganz verkürzt ausdrücken. Aber versteht uns richtig, wir kommen in Frieden. Ja, und ihr habt doch schon einmal Ramu beschworen und seither machen sich die Leute ein bisschen Sorgen. Ich meine nicht, dass wir euch etwas unterstellen wollen, aber... Kan'e Senna ist eine Gutige. Die Unsrigen wissen, dass sie nichts Finstriges im Sinne hat. Dass die Unsrigen Ramu gerufen haben, hatte einen Grund. Im Wald gehen die Metalligen um und die Unsrigen wollten sie vertreiben. Aber wenn Ramu herabsteigt, dann werden unsrige Köpfe verwirrt. Wie wenn sie nur leerige Blätter wären und Ramu drin wohnt. Die Unsrigen in diesiger Zuflucht sind dagegen, dass die finstrigen Silfen Ramu beschwören. Krasser Bart, ey. Die Unsrigen wollen die von Ramu Verwirrigen retten, aber wie? Ramu ist ein beschütziger Guter. Auch wenn die Unsrigen ihn gerufen haben, solange die Eurigen nicht in unsriges Gebiet kommen, wird nichts Schlechtes geschehen. Oh. Die Unsrigen wollen keinen Krieg mit Credania, deswegen bitten wir die Eurigen um Zeit. Die von Ramu beeinflussten Silfen können sich seiner Macht nicht entziehen. Und da Ramu ein Schutzgott ist, der sein Gebiet mit aller Kraft behütet, werden auch sie kein Millialm weichen. Oh jeez. Und wenn ihnen jemand zu nahe kommt, schrecken sie vor nichts zurück. Aber wieso sollten sie die Silfen aus der Zuflucht entführen wollen? Ja, wahrscheinlich um sie wieder einzugliedern und Ramu zu stärken. Jedenfalls hat jeder Primae und die von ihnen beeinflussten ganz verschiedene Besonderheiten. Wir können sie nicht einfach unbesehen angreifen. Frixio, wir haben verstanden, was euch Silfen bewegt. Diese Botschaft wird auch die Credania erleichtert aufatmen lassen. Ah, hier, dasjenige ist eine Schrift mit den Regeln und Gedanken der Unsrigen. Gebt es den Eurigen und die Eurigen werden noch besser verstehen. Tada, unsichtbar! Nice, danke. Oh, das ist wirklich sehr hilfreich. Merci. Toll, wie umgänglich und verständnisvoll Frixio ist. Da könntest du dir ruhig ein Scheibchen abschneiden, mein Lieber. Dass du was von Verständnis faselst, Ida. Ich mag sie. Smooth Lavender, wir machen uns auf den Weg zum Sonnenwind und berichten Minfilia. Dass der Dialog mit den Silfen so erfolgreich war, ist dein Verdienst. Deswegen steht es auch dir zu, diese Schriftrolle an die Bruderschaft der Morgenweber zu überbringen. Ihr wollt doch nur nicht dahin laufen. Frixio, wir danken euch für alles. Euer Verständnis hat Eorzea den Frieden ein Stück näher gebracht. Ciao! Oh, auch die Unsrigen danken sehr. Mögen die Friedigen letztlich siegen. Ja, tschüss ihr zwei. Abenteurige, warte! Die Erleichtrigen möchten der Hilfreichigen ein Geschenk geben. Dieser blitzige Kristall ist von damals, als Ramu zu den Unsrigen gekommen ist. Nice. Wir sammeln ja langsam immer mehr von dem Zeug. Ich dachte, wir hätten da schon einen mehr. Sprichkristall.
oder brennen mir einfach nur die Augen aus mit einem weißen Bildschirm? Oh, die meinige wusste es. Eine Erwältigte! Bestimmt wird die deinige von einem großen Schicksal erwartet. Der Kristall von Ramu hat einen hellen Schein in der deinigen erweckt. Einmal wird er etwas ganz Besonderes bewirken. Bis dahin soll die Anvertrauige ihn sicher bewahren. Und die meinige hat eine Bitte. Auf dem Rückweg nach Gidania soll die Dankenswertige die finstrigen Silfen besuchen. Auch wenn die Finstrigen von Ramu beeinflusst sind, bleiben dieselbigen im Silfenland. Deswegen müssen die Bewohnigen von Gridania nicht gegen die Finstrigen kämpfen. Die Hilfreichige soll selbst sehen. Die Meinige markiert auf der Karte, wohin die Tapfrige gehen muss. Dann werden keine Monstrigen den Weg versperren. Danke. Dann wird die Tapfrige da mal hinlatschen. Und zwar nach rechts rüber. Dann machen wir es doch gleich mal auf den Weg. Erstmal zu Fuß durch die enge Passage. Naja, da können wir auch mit dem Chocobo langlatschen. Lerchenruf. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, einen Sonnenaufgang, oder? Naja, um 20 Uhr wahrscheinlich nicht so ganz Sonnenaufgang. Ach ja. Da hat er wieder mal den Sprint verdüdelt. So, was ist das hier? Oh. Späh. Späh. What the fuck? Statt man einfach draufklicken kann. Späh, späh, späh. Späh, 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 späh. Späh. Du siehst besessene Silfen in einiger Entfernung. Sie stellen offensichtlich keine Gefahr dar, solange du nicht zu tief in ihr Gebiet eindringst. Oh oh. Nee, passt. Ach, und jetzt... Und jetzt soll ich wieder ganz woanders hin, oder was? Ja, gut. Ich glaube, die Stufe habe ich noch nicht. Ah, an der... Was? Brief von der Ältesten an Vorseil übergeben. In Gridania. Geht klar. Kostet nicht viel. Hey, wir haben 120.000. Nice. Ich glaube, ich mache mal das Chatfenster ein bisschen kleiner. Boop. Und dann Aufi. Wir berichten einmal. Und dann mal gucken, wo die uns als nächstes hinwerfen. Hey! Ja, wenn das nicht Smooth Lavender ist, was ist dein... oder wie ist dein Treffen mit den Silfen gelaufen? Hier, guck mal, ich habe voll den krassen Zettel für dich. Eine Botschaft von der Silfenweltessen selbst? Oh, oh, lass mich gleich mal sehen. Dann wollen die Silfen also keinen Konflikt und haben auch nicht vor, Ramu zu beschwören? Und sogar die von Ramu beeinflussten Silfen werden uns nichts tun, solange wir unsererseits nichts gegen sie unternehmen. Dann werden wir natürlich davon absehen, gegen die Silfen vorzugehen. Was für eine Erleichterung. Bleibt nur zu hoffen, dass das auch alles stimmt. Ich werde Kane Senna jedenfalls sofort die Schriftrollen zeigen und berichten. Vielen Dank für deine Dienste, Smooth Lavender. Du hast einen großartigen Beitrag zum Frieden in Gridania geleistet. Dankeschön. So, wo sollen wir als nächstes hin? Du hast in der Angelegenheit mit den Silfen Einfühlungsvermögen und einen wachen Verstand bewiesen, Smooth Lavender. Die älteste Die älteste Saatseherin hat sich überaus zufrieden mit dem Ausgang der Dinge gezeigt. Du kannst wahrlich stolz auf dich sein. Der ist ja ganz schön schnell da unterwegs gewesen scheinbar. Die gütige Kane Senna wird ihre Anstrengungen nun darauf richten, die von dem Prima Ramu besessenen Silfen zu heilen. Die unbeeinflussten Bewohner der Zuflucht wollen sie dabei unterstützen. Ich bin guter Dinge, dass man einen Weg finden wird, den Betroffenen zu helfen. Warum? Hieß es sich gerade noch, misch dich nicht ein und alles ist okay? Und er sagte, oh, das ist dann aber gut. Und jetzt heißt's, hey, wir mischen uns da mal ein.
Ja, ganz tolle Idee. Wir sind dem Bund der Morgenröte und natürlich auch dem Bund der Abendröte und natürlich dir über alle Maßen dankbar. Bitte richte auch Minfilia unsere Verbundenheit aus. Geht klar. Erstmal gucken. Oh, smooth. Kannst du mich hören? Ich bin's, Minfilia. Ich bin wie Amazon oder Google und hab einfach mitgelauscht, ne? Ida und Papalimo haben mir alles berichtet. Ihr konntet eine Eskalation des Konflikts mit den Silfen verhindern. Oh, nice. Nun brauchen wir weder zu befürchten, dass die Silfen Raumo beschwören, noch dass die Bruderschaft der Morgenviper gegen den wilden Stamm in den Krieg zieht. Nice. Again. Ich wäre dir dankbar, wenn du für eine Besprechung der aktuellen Lage einmal im Sonnenwind vorbeischauen könntest. Wir erwarten dich hier. Ciao. Wir warten dich hier. Smooth. Ist klar. Machen wir. Ta-da-da. Ja, hier, fast. Es ist angenehmer, auf der Karte rumzuklicken, als dass man das wieder in seinem Teleport-Menü durchschaut. Okay, eigentlich habe ich nur vergessen, welchen Teleport-Punkt ich brauche. Hä? Upsi. Ja, falsche Richtung. Hier lang. Hiese-dase. Oh, dann reiten wir da mal ordentlich runter. Hui! Piu, piu, du, 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 du. Ja, kurz gucken hier. Welches Level haben die Chaoten eigentlich schon? Ah, sieht man gerade nicht, weil die nicht online sind. Oder warte mal, doch, ich kann es in der freien Gesellschaft sehen, richtig? Nope, doch nicht. Ja gut, ich könnte das Profil aufrufen, aber lassen wir jetzt aber mal. Auf jeden Fall sind die schon deutlich weiter als ich. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt und die Säcke haben einfach nicht auf mich gewartet. Sauerei, oder? Halt, nicht runter. Ich muss ja eigentlich hier mit ihr da quatschen, ne? Uff, sorry für die Kameraführung. Ha, willkommen zurück, Smooth. Danke für deine Hilfe in der Sache mit Raumu. Du hast dem Bund der Morgenröte alle Ehre gemacht, wie ich gehört habe. Nice, nice, nice. Mit viel erwartet dich im Saal der Morgenröte. Und dafür mussten wir extra mit ihr quatschen, ja? Mhm. Ist klar. Warum auch immer. Oh. Er ist auch da. Okay. Wie ich gehört habe, brauchen wir uns um Raumu erstmal keine Sorgen mehr zu machen. Er ist auch mit am... Was? Ganz recht. Die Gefahr ist zwar noch nicht völlig gebannt, aber fürs Erste sollten wir unsere Ruhe vor ihm haben. Das ist beruhigend zu wissen. Doch sag, gibt es Neues von unserem maskierten Freund? Darum kümmert sich Tankred. Wie wir dachten, sind sie einer und viele zugleich. Welche Ziele sie verfolgen, wissen wir aber noch nicht. Okay. Ach übrigens, wo ist eigentlich Alizée? Ich habe sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ach, meine Schwester will die Probleme auf ihre Art angehen. Ich glaube, sie braucht noch etwas Zeit, um die siebte Katastrophe vollständig zu verwinden. Aber keine Sorge, sie ist weiterhin auf unserer Seite. Oh. Nun denn, ich habe den Bericht von Baldesions Gelehrten bei dir abgeliefert. Jetzt warten neue Aufgaben auf mich, wenn du mich bitte entschuldigst. Was hat's mit ihm auf sich? Wir werden diese Angelegenheit wie geplant weiterverfolgen, oder? Selbstverständlich, wieso hat er so gelächelt? Wieso hat er so gelächelt? What the fuck? Der ist mir nicht ganz geheuer. Moin! Einfach mal casual dran vorbeilaufen. Alter, dass das Genick nicht bricht. Smooth, du bist schon zurück? Wow, das ging aber schnell. Schön, dich wieder bei uns zu haben. Na, ja, ich habe einen krassen Chocobo. Danke, Ida. Ich bin also froh, dass wir eine gewaltsame Auseinandersetzung verhindern konnten. Ohne dich wäre das niemals möglich gewesen. Vor den Prima-E, Ifrit und Raumu hätten wir damit für die nächste Zeit nichts zu befürchten.
Ach, wie schön, dass die Silfen mit sich reden ließen. Wer ist der nächste Primae? Die Sahagin und Leviathan? Ihr Primae Leviathan scheint auf die Ruhe seiner Anhänger in jüngster Zeit nicht viel zu geben. Das treibt die Fischköpfe natürlich nur dazu an, es umso häufiger zu versuchen. Leviathan ist für seinen unersättlichen Ätherhunger bekannt. Vermutlich ist es den Sahagin noch nicht gelungen, genügend Kristalle aufzutreiben. Ich denke, wir können sie fürs Erste ruhigen Gewissens ignorieren. Fürs Erste, ja. Ob Ramu oder Leviathan, die Motive der wilden Stämme sind unergründlich und ihr Handeln entzieht sich unserer Kontrolle. Niemand kann sagen, wann und wo wir ihnen und ihren Göttern gegenübertreten müssen. Wir sollten daher weiter unsere Pläne verfolgen, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Die Konfrontation ist unausweichlich und nur eine Frage der Zeit. Und was ist mit dem Primae der Kobolde, mit Titan? Mit der Observation der Kobolde ist derzeit der Mahlstrom aus Limsa Dominsa beschäftigt. Sicher werden wir ja schon bald von ihm hören. Einen weiteren Primae gibt es allerdings noch, meine Freunde. Ja, genau, Garuda. Die habe ich eigentlich gemeint. Sie ist der Primae der Ixal, die in Gridania leben. Dass ich sie mit Leviathan verwechseln konnte. Haha, blöd, ne? Was einem mal wieder vor Augen führt, wie weitläufig Eosea eigentlich ist. Kein Wunder, wenn man da die Nadel im Heuhaufen nicht findet. Gäbe es doch nur einen Weg, der uns das langwierige Suchen ersparen würde. Wäre er doch nur bei uns in dieser Stunde. Er wüsste bestimmt einen Rat. Ja, wo steckt der Chef eigentlich? Das frage ich mich auch. Hä? Nun, wie auch immer. Unsere aktuelle Mission war jedenfalls ein voller Erfolg. Das sollten wir feiern. Die Brüderschaft und der Rat der Der Rat der Saatseher höchst selbst werden ein wachsames Auge auf die Silfen haben. Wenn sich dort etwas tut, erfahren wir es sofort. Also meine Freunde, ruht euch erstmal aus und von den vergangenen Strapazen. Ihr habt es euch redlich verdient. Danke, dann machen wir jetzt hier fette Party, oder was? Hey, geht nicht, es gibt gleich... Hallo, es gibt gleich Shampoos! Schnaps? Jägermeister? Nein? Ah, okay. Oh, das ist mir noch gar... What the... Minfilia, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber man sieht deinen Arsch komplett mit höchst... Oh, jeez. Was ist, Smooth? Bist du denn gar nicht müde? Jetzt, nachdem ich deinen Hintern gesehen habe, nicht mehr, nein. Ein Mann in einer schwarzen Robe mit einer roten Maske, sagst du? Und der nannte sich ganz sicher Lahabrea? Asker Lahabrea? Aber warum? Bis zur siebten Katastrophe sind wir nie von den Askians behelligt worden. Warum erscheinen sie ausgerechnet jetzt auf der Bildfläche? Sicher werden die... die staatlichen... Ich wollte schon sagen, ich habe schon wieder falsch gemacht, ne? Sicher werden die staatlichen Gesellschaften sich schon bald wegen der Primae an uns wenden. Aber bis dahin sollten wir die Zeit nutzen, um alles über Lahabrea herauszufinden. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Was los? What the fuck? Ja, echt mal. Moin. Eine Silfe? Noraxia, hey. Endlich hat die meinige die deinige gefunden. Die ältigste Frixio hat die Meinige gebeten, der Deinigen und den Laufenden zu helfen. Die Meinige wird der Abenteurigen eine große Hilfe sein. Die Kleinige hingegen? Die Kleinige sollte eine Besuchige nicht so unfreundlich begrüßen, das gehört sich nicht. Kommt nicht wieder vor, sorry. Was ist hier schon wieder los? Puh. Dann sprechen wir wieder mit Minfilia. Ja, natürlich. Ah, dann wieder händisch hier rein. Geht klar.
Also. Tatadu hat mir mit ihrem Gekreische einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Dabei sollten wir eigentlich jubeln, dass der Bund der Morgenröte eine neue Verbündete gewonnen hat. Erst haben sich die Völker die Hände gereicht. Jetzt schließen sich auch die wilden Stämme unseren Reihen an. Zaghaft zwar, aber es ist ein Anfang. Die Silfe ist ein erfreuliches Zeichen dafür, dass Eorzea dem Frieden wieder ein kleines Stückchen näher gekommen ist. Doch die Askians wollen sich unserem Glück in den Weg stellen. Finsternis, die selbst die Schatten verschluckt. Sollten sie sich tatsächlich so offen zeigen? Wir dürfen dieses besorgniserregende Entwicklung nicht ignorieren. Von den Tickets habe ich auch schon einige. Hey, Level Up. Nice. Wir sind ein Silfenfreund geworden. Schneeke. Also gut. Erzähl mir, was Sache ist. Sorry, dass ich dich gar nicht zur Ruhe kommen lasse, aber es wäre gut, wenn wir dieser Sache mit Lahabrea sofort nachgehen könnten, solange wir die Zeit dazu haben. Wir müssen versuchen, mehr über diesen Magier mit der roten Maske herauszufinden, dem du in 1000 Dörfern von Totorak begegnet bist. Über die Askians wissen wir noch so gut wie gar nichts. Nur, dass sie Chaos und Verwirrung stiften, wo immer sie aufkreuzen. Es würde mich daher überhaupt nicht wundern, wenn die Askians auch bei unseren Problemen mit den Priamae und den wilden Stämmen ihre Finger im Spiel hätten. Umso dringender müssen wir der Sache nachgehen. Ich habe mich an die drei staatlichen Gesellschaften gewandt und aus Ulda hat uns tatsächlich Nachricht erreicht. Angeblich weiß die Legion der Unsterblichen etwas über den Verbleib eines maskierten Magiers. Begib dich für uns zum Hauptquartier der Legionäre und höre dich um, was man dort zu berichten weiß, Smooth. Unser Gegner ist unberechenbar. Sei auf der Hut, hörst du? Natürlich. Geht klar. Also auf nach Ulda. Mathe, das ist ja unser Rückführpunkt. Wupp. So, einmal sprinten und dann sind wir auch gleich hier um die Ecke. So, einmal mit den Blumentöpfen hier einmal hoch. Nice. Hier lang. Hey, Swift. Na, die Botin vom Bund der Morgenröte. Ich habe dich bereits erwartet. Minfilia ließ uns wissen, dass ihr Hinweise auf den Verbleib eines maskierten Mannes sucht und ich glaube, ich kann euch tatsächlich mit einer Information dienen. Ein in Hohenbrück stationierter Söldner der Messingkling will einen Mann gesehen haben, auf den eure Beschreibung zutrifft. Leider starb er keine zwei Tage später. Wurde von einer Horde Kikian übel zugerichtet. Man weiß nie, wann das Schicksal zuschlägt. Aber ihr braucht nicht zu verzagen. In Hohenbrück wimmelt es von Händlern, vielleicht gibt es ja noch weitere Augenzeugen. Es liegt lediglich einen halben Tagesmarsch von hier, versucht doch mal euer Glück. Ein Bekannter von mir, ein Händler namens Hihibaru, ist für gewöhnlich ausgezeichnet informiert. Wenn es Unruhestifter in und um Hohenbrück gibt, weiß er sicherlich Bescheid. Ja, dann mal auf nach Hohenbrück, oder? Haben wir da eigentlich schon was? Das müsste dann, wenn dann hier unten sein, Horizont. Dann machen wir das doch lieber auf die Art und Weise. Östliches Tanalan, Campknochenbleich. Gut zu wissen. Da brauche ich auch nicht nach Hohenbrück in meinem Teleport-System gucken. Aber die nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall die Story weiter nach vorne peitschen. Das steht außer Frage. Okay, wir gehen hier oben lang. Hui! Richtung Quest werden wir heute auf jeden Fall noch reiten. Vielleicht finden wir unterwegs ja noch irgendwas, was wir ins Bestiarium klatschen müssen. Wobei ich da jetzt auch gerade absolut keinen Schimmer habe, was da alles noch drin steht. Ich glaube Windhexagon und solche Sachen. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Ah, das Ding sieht auch so krass aus, ne? Was auch immer das eigentlich ist. Finden wir bestimmt irgendwann noch raus. Wenn wir das nicht eh schon gesagt gekriegt haben irgendwann. Denken wir, das werden irgendwelche Auswüchse oder Wurzeln von Yggdrasil sein, wenn es das hier in dem Spiel gibt. Oh, von dir lassen wir es noch kurz zuquatschen. Ah, willkommen in Hohenbrück. Womit kann ich dienen? Bist du nur auf Urlaub hier, werte Abenteurerin? Dann könnte ich dir ein Zimmer in der Herberge meines Cousins... Was?
Du bist auf der Suche nach einem maskierten Mann in einer schwarzen Robe? Ja, der hat neulich einen Rundflug über dem Finsterwald gebucht, obwohl ich ihm gleich gesagt habe, dass er da außer Baumwipfeln nichts zu sehen gibt. Trotzdem kam dieser eher dreiste Kerl danach zu uns und faselte etwas von nicht eingehaltenen Leistungsversprechen und verminderte Urlaubsvergnügen. Was? Den habe ich natürlich in hohem Bogen vor die Tür gesetzt. Setzen lassen. Obwohl, der trug gar keine schwarze Robe, die war eher dunkelviolett. Ach, entschuldige, sollte ich etwas über deinen Mann in Erfahrung bringen, erfährst du es sofort. Und jetzt, bist du nicht doch vielleicht ein Zimmer in der Herberge? Nein? Oh, na gut. Ja gut, nö, aber du kannst uns trotzdem 1200 Geld geben, dankeschön. Okay, er scheint eine wichtige Neuigkeit für uns zu haben. Das gucken wir uns aber nächste Folge an. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.